Der 13-jährige Luca aus Hattorf am Harz trägt seit dem Kleinkindalter ein Stigma, das jedem 10. Kind anhaftet. ADHS, Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätssyndrom. Als ich jünger war, war das noch schlimmer, meine Hyperaktivität. Jetzt lässt sie ja langsam nach, was jetzt eigentlich ja nicht so zum Schein kommt, oder? Und das heißt wohl, Augen und Ohren überall zu haben. Was heißt für dich, hyperaktiv zu sein heute? Ich geh mal kurz rein. Los, der eine macht den Knoblauch, der andere die Zwiebel. Ich mach den Knoblauch nicht. Na, dann machst du die Zwiebel. Ich mach die Zwiebel. Das ist doch genauso blöd. Geh weg. Das Problem ist, dass Luca nirgendwo gerne gesehen ist. Er ist der. Also eigentlich ist Luca der Entertainer hier. Es ist ganz schwierig, dass man so einen Satz zu Ende sagt oder was erzählen kann, ohne dass er da sein Statement zugibt oder dazwischen redet, sehr laut ist und stört. Also, das kostet schon viel Energie. Luca, ich hab mir wehgetan. Ich übertreib nicht. Also die Diagnose für ADHS hat der Arzt im Kindergartenalter. Es fängt unser Tisch an zu weinen. Vor allem zu stinken. Sollen wir zu den Pferden gehen? Ja. Ja. Hallo. Sophie. Hallo. Willst du diesen Joke immer machen, Summer? Ich kann mich nicht sehr lange auf eine Sache konzentrieren, weil ich muss ganz viel machen. Ich muss hier rüberspringen. Die Dinger wegkanten. Alles. Jetzt muss ich auch wieder arbeiten. Alles geht bei Luca, aber ohne Druck. Doch vor einer Ruhephase dreht Luca noch einmal so richtig auf. Das Paradies hier. Voll. Beide. Eieiei. Super. ADHS im Doppelpack. Beim nächsten Einsatz bekommt Betreuerin Sophie die geballte Ladung ab. Auf! Damit braucht man nicht aufsagen. Ich bin kein Tier. Warte aber nicht ewig. Schee war's. Also Jungs, ich befreie ihn. Nein, du kannst nur mitgehen, Luca, wenn du hinter mir bleibst und ganz ruhig bist. Dann bleib ich hier. Das geht nämlich nicht anders. Auf! Ich bin kein Tier. Luca darf zur Therapie auf die Alm. Für die Familie heißt es Abschied nehmen. Irgendwann müssen wir es machen. Wow. Ich werde dir dein Generve vermissen. Müssen uns jetzt verabschieden. Weißt du, was ich vermissen werde? Das! Oh, Luca. Es ist ein Experiment, was hier oben auf einer Alm in den Schweizer Bergen passiert. 6 hyperaktive Jungs sollen während einer 8-wöchigen Therapie lernen, ruhig zu werden. Und das ohne Medikamente. Via Nova heißt das Projekt. Wir haben die Dienste nach Strichen eingeteilt. Wenn jemand irgendwie ein Schimpfwort, eine Provokation oder irgendwie halt irgendeinen Scheiß gebaut hat, hat man Striche dafür gekriegt. Ich bin mittlerweile bei 76 Strichen. Wie ist der Plan? Ich und Matze gehen auf jeden Fall zum Kurt und dann nehmen wir vielleicht Luca mit oder so. Alle an. Ich bin halt ein bisschen mehr ich selbst. Ich sag nicht mehr zu allem Ja. Vorher, immer wenn man das Ritalin nimmt, dann ist man so wie so ein Zombie. Man sagt zu einem so, ja. Man, einfach ein bisschen das Heu so wenden. Hey, das ist super. Dann holen wir uns noch ein bisschen Heu mit und vielleicht können wir mit der Lissi ein bisschen Beeren sammeln. Dann können wir uns morgen ein Beerenfrühstück machen. Okay? Komm. Was kriege ich dafür? Nix. Auf geht's. Komm, Luca, auf geht's. Wir sind doch ein super Team. Und tatsächlich, nach 7 Wochen gelingt es Silke zum ersten Mal, Luca zur gemeinsamen Arbeit mit den anderen Jungs zu überreden. Luca will guten Willen beweisen. Doch so recht begeistern kann er sich für die Feldarbeit nicht. Konzentriert bei der Sache bleiben, ein Projekt zu Ende führen. Für ADHS-Jungs eine kaum lösbare Aufgabe. Komm, mach mal ein bisschen mit, bitte. No. Doch alles Zureden hilft nichts. Luca verliert das Interesse, gibt auf und macht sich aus dem Staub. Ganz typisch, ja. Häufig
Doch in der Gruppe ist Luca längst zum Außenseiter geworden. Auch das ist typisch für ihn und hat schon seine Gründe. Im Gegensatz zu dir bin ich nicht dick. Luca hat schon Probleme mit dicken und dünnen Leuten. Ja. Ich mag Dicke nicht besonders. Überhaupt nicht. Wenn du noch keine dicken, freundlichen Menschen kennengelernt hast, dann tut's mir leid. Aber eigentlich macht es überhaupt keinen Unterschied, wie jemand aussieht. Wie denn das ist, so ist, also hab ihn mal... Pascal, halt einfach dein Maul. Das reicht's, Luca. Vergiss es einfach mit diesem... Scheiße. Bam! Das kann ich immer noch machen. Lass es einfach. Luca, jetzt lass es mal! Okay, drei Worte. Schwachstelle. Ich mag dich nicht. Das sind vier. Okay. Scheißegal. Das ist einfach so, dass der Luca mich halt verbal beleidigt und dann werde ich aggressiv und das stört mich an mir selber. Da ist das Symbol. Aber es ist halt bei dem geht's eigentlich fast nicht anders, weil es anders auch nicht lernt. Also man kann reden, wie man will. Ja, setz dich in Ameisenhaufen. Vielleicht nimmst du dann ab. Oder hast du Hilfe. Wenn du ihn auslachst, wenn er Zahnschmerzen hat und deswegen weint, weil es super weh macht. Zahnschmerzen sind unglaublich. Alter, er hat mich von 1,50 Meter und Kante runtergeschmissen. Und da hat er gelacht, als ich geheult hab. Also erzähl mir nicht von Zahnschmerzen. Ja, wenn das scheiße ist, dann mach's nicht genauso. Dann können wir das klären. Dann können wir Florenzo vielleicht noch mitmelken. Jetzt komm mal her. Das war total scheiße von ihm, gell? Da hast du dich bestimmt unglaublich scheiße gefühlt. Ich darf mich doch wohl rächen. Nein. Deswegen kannst du, weißt du, wenn du sowas Bescheuertes erlebst, dann musst du es nicht genauso machen. Er ist nun mal ein Dann bist du einfach nicht besser wie er. Wenn du es genauso machst, bist du nicht besser wie er. Dann lass du es doch. Diese Schadenfrohe machst du nicht nur bei ihm. Das machst du beim Pascal genauso. Du lachst immer, wenn andere irgendwie sich weh machen. Und das ist nicht toll. Am nächsten Morgen hängt der Haussegen schief in der Hütte droben in den Bergen. Vier Jungs, Max, Felix, Matze und Pascal, haben vor einigen Wochen in einer benachbarten Hütte eine Schnapsflasche geklaut. In der letzten Nacht war es dann soweit. Sie haben die Flasche gemeinsam geköpft. Sehr zum Ärger der Betreuer. Jetzt macht sich in der guten Stube Katerstimmung breit. Luca ist ausnahmsweise unschuldig. Als Außenseiter gehört er nicht zur Gruppe der coolen Jungs. Jeder hat mal so ordentliche, richtige Schlucke genommen. Und dann sind wir zurückgelaufen. Er war ganz normal, ich war angesoffen. Ich war angetrunken, habe aber das meiste nur gespielt, als wäre ich wirklich besoffen. Und dann habe ich halt mich irgendwie rausverplappert, dass wir sowas haben. Oh. Ja. Es sind nur noch 5 Tage, was soll da schon passieren? Was soll da schon passieren, Mann? Was soll? Also Wahrscheinlich werden erstmal Elternbriefe gemacht, wahrscheinlich, und wir machen einen Kreis. Wir machen jetzt einfach die erste Runde als gesamten Kreis, weil es einfach auch alle betrifft. Der Luca, dessen Heft ich jetzt sofort verbrenne. Wenn du einmal noch reinguckst, ist es verbrannt. Ja, ich würde es zu deinem Schutz da oben hinlegen. Ansonsten ist klar, was im Kreis gelesen wird, Mann, wird zum Anfang. Du hast keinen Respekt vor meinen Eltern. Der ist ja Hurensohn! Strich. Strich. Eigentlich war alles viel, gell? Viel Ärger, viel Regen, viel Scheiße. Aha. Ein Haufen Spaß und ein Haufen Stress. Viel. Aber meinst du jetzt für die Betreuer oder für die Kinder? Immer für uns alle. Das war krass. Genau. Wir waren eine voll krasse Herde. Auf was könntest du am ehesten verzichten? Was war nervig? Was willst Aber du nicht hier. Wieder haben? Hier oder zu Hause? Hier. Ich will auf keinen Fall wieder das Mobbing-Opfer sein, wenn ich das nächste Mal mitkomme. Was kann ich helfen? Ich will fallen. Das Feld fallen lassen. Einen Monat später, zu Hause bei Luca im Harz. Vor der Alm hatte das Jugendamt den 14-jährigen ADHSler als unbeschulbar eingestuft. Und noch immer geht Luca nicht zur Schule. Trotz unübersehbarer Fortschritte ist er einfach noch nicht weit genug. Warum ist es noch zu früh für die Schule? Ich habe mich doch jetzt schon so gut gebessert. Ja, aber du konntest es ja noch gar nicht oft
deine Erfahrung konntest du ja noch gar nicht oft einsetzen. Für Luca bedeutet das, er hat sein großes Ziel verfehlt. Und nicht nur das. Schon wieder heißt es Abschied nehmen von der Familie. Almbetreuer Rüdiger Bachmann hat mit Lukas Eltern ausgemacht, den Jungen bei sich in der Familie aufzunehmen. Das ist nicht üblich, aber in Lukas Fall vielleicht eine Lösung. Der sieht das natürlich ganz anders. Scheiße. Ganz schnell. Scheiße. Ich komm weg. Mal wieder. Wie mich gerade fülle. Wie eine leere Bierflasche. Ausgesoffen, ausgenudelt, stinkend und leer. Komm, zeig mir mal dein Haus. Das Rüdiger Abwehrspray. Warum musst du ausgerechnet mir helfen? Warum ich? Warum nicht die anderen auf der Alm? Du hast was vor. Du möchtest in der Familie leben und in die Schule gehen. Und das klappt so nicht. Oder? Und unter anderem deswegen, weißt du, merkst es ja jetzt auch, ja? Du kannst ja jetzt gar nicht das anders machen als so. Und das, was du innen einfach so jetzt gar nicht wirklich wahrnimmst, dass das jetzt durch solche Sachen raus muss, das ist einer der Punkte, ja, weil das einfach nicht geht in der Schule. Wie lange Luca bei Rüdiger und dessen Familie bleiben soll, ist nicht klar. Immer wieder darf er auf Besuch nach Hause kommen. Doch das Ziel ist, dass er selbstständig wird, ohne dass seine Eltern ihn schützen. Es ist jetzt schon wieder eine Trennung, das ist nicht so schön. Aber trotzdem schön, dass er noch die Chance bekommt, noch ein bisschen weiterzumachen. Ja. Ne? Dass es dann bald wieder in die Schule geht. Schon wieder so ein Scheißabkrieg. Aufgeht. Ich bekomme davon jetzt immer mehr.